Leute, es gibt kein Raffle mehr. Raffle ist vorbei. Hört auf, das zu schreiben, sonst komme ich zu euch nach Hause und schlage euch ins Gesicht. Ausrufezeichen Raffle bei Revi jetzt in den Chat. Viel Glück! Fresse. Ja, alle Raffle bei Revi in Chat. Schnell. So, zeig doch mal, erzähl doch mal, gib doch mal eine Rundtour. Was ist das hier zum Beispiel? Komm, ich geb dir eine Rundtour. Oh mein Gott, das ist eine Massentierhühner. Oh mein Gott, wie geil. Tja, und die können sich nicht bewegen und können nur Eier legen? Ja. Alter, im Spiel ist das richtig cool. Im echten Leben ist das blöd. Richtig. Das Geräusch auch allein. Wie er sie hält. Oh, er ist runter, er hat Selbstmord begangen. Max hat Selbstmord begangen. Was für ein Bot, Alter. Hättest du auch gerne, oder Max? Was denn? So eine Waffe? Nee, finde ich passt gar nicht in Minecraft. Alter, bist du ein Loser, Junge. Bist du ein Loser, Wahnsinn. Gut, Leute, wie komme ich in Skyblock jetzt an dieses Zeug hier dran? Klar, aus dem Lootbag, aus dem grünen Lootbag, habe ich verstanden. Ich habe den ganzen Hammer. Aber wie komme ich sonst noch an diesen Fertilizer hier, Leute? Es gibt keine Raffle, Mann, ihr Penner. Ja. Ausrufezeichen, Gewinnspiel. Jetzt bei Revi. Hey, Digga, Max, ich schwöre, ich töte dich jetzt immer weiter, wenn du so weitermachst, ne? Stark. Wir sind 10 Minuten am Zocken und der Progress ist auf jeden Fall da. Ja, Digga, du machst ja nichts, außer hier die ganze Zeit rumzutrollen. Wieso? Leute, es gibt, wer jetzt ein Raffle in Chat schreibt, wird von mir gebannt. Oh, persönlich? Ja. Ihr habt jetzt die Chance, persönlich von Revi gebannt zu werden. Mann, Digga, Romatrax, hör mal auf, Alter, du nervst gerade auch, ja? Auch du kannst nerven. Alter, die Blaze Rods, die ich gerade hatte, sind jetzt alle verschwunden oder hat jemand von euch aufgesammelt? Wer war das? Ich will progressen jetzt hier. Ich will einen Weltrekord aufstellen. Leute, was muss ich jetzt tun? Leute, was muss ich machen? Nee, Baumil mit Farbe ist ja falsch. Es ist ja keine Farbe, Leute. Guck mal. Es ist ja. Ich muss ja das hier machen. Oh, ah, Blumenbraten. Nee, das wird auch nicht funktionieren, glaube ich, oder? Oder komme ich da? Ich weiß auch noch gar nicht gerade. Nee, geht nicht. Zwei rote und zwei gelbe plus Baumil. Rote sind aber Roses, ne? Ich weiß, wie ich es mache, Leute. Müsste doch dann zwei rauskommen, oder? Hä? Ist weg? Ist einfach weg? Warte mal. Und das verschwindet einfach? Ey, Digga, wie nervig. Krieg ich's jetzt noch hin? Ich hab nur eine Möglichkeit. Und dann werden das dann zwei Blumen oder was? Ah, nee, das sind dann nur die großen, das bringt uns ja nichts, oder? Oder werden daraus, werden das dann zwei? Du kannst Draconium das durch 7 bekommen. Ah! Ach, bist ja auch verstört, ich Idiot, Mann! Kacke! Ja, man bekommt zwei Farben, das bringt mir nichts. Ich brauche ja Blumen, Alter. Jetzt habe ich gar keine Blumen mehr. Das hier ist doch nicht richtig. Und dann? Was habe ich damit? Dann habe ich doch nur... Das ist aber... Den brauche ich doch gar nicht. Welches Rezept? Welche Blumen brauche ich, Leute? Mann, Digga, du... Piss dich jetzt. Nervig, Junge. Botania bauen wir. Ja, richtig. Das ist ja das hier, was ich brauche. Das hier. Floral Fertilizer. So. Und daran komme ich, indem ich nur das hier... Ach so. Oh, Junge. Das kann ich ja nicht riechen, Alter. What the fuck? Jetzt haben wir es, Leute. Harfstoff habe ich von den Hühnern. Wer bist du? Ach, das ist Trimax. Ich würde sagen, das ist schon sehr weit. Ich würde sagen, wir sind bei 85%. Stimmt nicht. Komplett gelogen. So, Leute, jetzt haben wir davon genug Floral Fertilizer. Okay. So. Leute, wenn ich jetzt die Pouch, wo ist sie? Hier. Und dann nehme ich die hier. Zack, jetzt kann ich die nämlich da hinten reinschmeißen, Leute. Und dann habe ich das nämlich schon mal. Standbild. Nee. Das war's mal wieder komplett. So, jetzt. Wie kriege ich denn den Achtung. Cake? Umatra? Und jetzt, was? Leute, jetzt noch Seed dazu. Oh! Ich hab sie! Was hast du? Die Pure Daisy. Wo ist sie? Wir haben die Pure Daisy. Das geht. Hey! Finger weg von meinem Zaubertisch! Tisch! Hey! Aufhören mit dem Mobben! Reingucken! Einmal reingucken! Ja, verboten noch da reinzugucken, Junge. Darfst du nämlich nicht. So, jetzt haben wir nämlich hier die geile Blume. Alter, da ist das spannend jetzt? Was ich jetzt hier mache, Digga, ich werde das Zauberer. Oh, Martha, da müssen wir mithalten. Kommen wir ins End? Ich bin im End, Max, und ich bin stuck. Du bist stark im End. Ja, du kommst zurück aus dem End. Gar nicht mehr. Ich muss mich jetzt umbringen. Wie bist du da hingekommen? Ja, du kannst nein, auch nicht kommen. Nein, warum? Dann hör mal auf. Wir müssen ins End. Nein, müssen wir nicht. Für was? Hier gibt's nichts für dich. Ich brauch den Endstone. Ich brauch nur Endstone. Kannst du dir doch craften, Bro. Wie das denn? So, Leute. Jetzt habe ich die Mystical Daisy. Die Pure Daisy. Pure Daisy. Pure Daisy, Pure Daisy. Kann man sagen, Pure Daisy. Ich mache eine Sätzen und Strämme drumherum. Okay, dann habe ich das, dann habe ich dieses Twigwood, richtig? Dieses Magic. Leute, das Zaubern geht los. Es wird OP gezaubert jetzt. Nicht so viel zaubern, Regen. Ich werde so viel zaubern. Ich werde später Blitze auf dich schleudern und den Zorn der Götter auf dir entfachen, Max. Das wird passieren. Alter, chill mal. Nee, ich bin richtig sauer, weil du mein Auto nachgekauft hast. Junge, Alter.
Lächerliche Aktion. Einfach ja, sämtliche. Ey, lächerlich geil das Auto. Also. Geiles Auto, oder? Ja, was soll man da machen? Hast du es durchgedrückt schon? Sei ehrlich. Nee, darfst du nicht. Kilometer. Ganz genau. Wenn du es gemacht hättest, hätte ich es mit Mercedes gesagt, hättest du direkt verloren, das VIP-Leasing. Oh. Ich hab sofort gepetzt. Ich petze mal bei allen Leuten. Nein, nein. Ich bin der absolute Prototyp-Allmann. Ich fahre die vorbildlich ein. Romatra, wir brauchen. Romatra, geil! Was denn? Romatra, lass uns Dirt Seats machen, bitte, schnell. Komm. Ja, dann gibt's. Warte kurz. Dafür brauche ich. Alles mit Seats, auch wenn es Max dich mag. Mit Atomkraftwerk, auch wenn es Max dich mag. Oh, wow. Alles, was Max hasst. Ein vollautomatisches Seat der Atomkraftwerke. Hier ist ein. Du musst da, Revi, leg da vier Dirt rein. Ich brauche vier Dirt, um den Dirt-Seat zu machen. Vier Dirt, du spinnst. Ich hab nur sieben. Das gibt eine Anzeige. Ich kann dir davon maximal vier abgeben. Ja, der, dann komm her. Leg sie hier rein. Geil. Kann ich das automatisieren? Finger weg. Kannst du mir? Nicht anfassen. Kannst du? Geil, Romata. Und jetzt züchte die Erde. Komm hier, guck mal her. Stone Barrel. Hier sind sogar noch zwei frei. Boah, Romata, du bist so ein geiler Typ, Alter. Und das macht so viel Spaß mit dir. Es ist so geil mit dir, wirklich so cool. Und wie ist das sonst mit den anderen? Welche anderen? Die mitspielen. Ja. Wer spielt hier noch mit? Oh, das war soft. Romata, schneib ihn! Schneib ihn! Ich habe meine Ray an dem End verloren, tut mir leid. Nee, oder? Schlechte Neuigkeiten, Romata. Hm? Ich will jetzt Romata. 24 Erde auf einen Schlag! Ah! Ja! Yeah! Hier vorne kommt sie hin, meine Zaubereiinsel! Da wird gezaubert und gehext, hext, bing bong! Alter. Boah, ich habe so eine soziale Störung, Alter, und ich lieb die, ne? Ich lieb diese. Alter, Achtung, ich mache jetzt Zauberholz. Es könnte eine Explosion geben. Zauberholz. Stimmt nicht, habe ich mir ausgedacht. Gibt keine Explosion. Max, willst du unendlich Endstone? Ja. Romatra, ich will eine Maschine machen. Romatra, dafür. Soll ich ihm Huhn machen oder machst du ein Seed, Romatra? Boah, guck mal, wie geil wir beide das alles machen und Max gar nicht. Ey, nicht schon wieder mit dem Huhn. Nee, da war ich nicht. Und mit dem Seed? Nee, auch nicht. Max, wir kommen später ins Endgame. Da brauchen wir so viele Ressourcen. Da können wir nicht ohne diese ganzen Mods. Mhm. Ich weiß, dass es auch so geht. Ich weiß es. Es ist aber so unglaublich hart. Was ist denn der Sinn? Was ist denn sonst der Sinn? Wir machen 80 verschiedene Hühner und die können alle Eier legen, was wir brauchen. Dann tun wir das zusammen. Max, aber guck mal, Max. Derjenige, der dieses Modpack erstellt hat, weil er ganz genau weiß, und der Mann weiß das, dass später tatsächlich diese ganze Sache nur funktioniert, wenn man so spielt wie angedacht. Ja? Okay? Punkt. Boah, wisst ihr noch, wie wir am Anfang hier Steine gekloppert haben und jetzt sind wir schon hier? Look at us now. Ich fand das Kloppen der Steine auch ganz chillig. Es nervt, dass der normale Crafting-Table stärker ist als der Crafting-Table da drin. Das fängt ganz doll ab. So dumm, was du sagst. Wirklich, Max, ich möchte dir jetzt... Ich hab echt Bock, mit Anlauf dir in die Fresse zu hauen. Tut mir leid. Ist nicht böse gemeint? Mit Anlauf ist gut. Aber Alter, wer war nicht, das? Nicht in die Fresse, sondern in die Fresse, hä? Hast du verstanden? Was war das denn gerade? Wer war das? Ja, Romatra, der ist krank. Das macht ihn krank, was du hier für einen Scheiß erzählst. Ich hatte das. Boah, wenn ich das höre, da könnte ich ja ausrasten. Jeder Vize-Beast-Spieler würde sich im Grabe umdrehen, wenn er so etwas hört. Seine Peinlichkeit für uns weitreichend erfolgreiche Vize-Beast-Spieler, Max. Ja, zu sagen, ich bin sehr bekannt Beast überhaupt. Was ist Vize-Beast? Romatra, er fragt gerade, was ist Vize-Beast? Ja, ist unglaublich. Krass, Max, wir müssen langsam echt mal überlegen, ob wir dich hier ausschließen. Das ist nicht böse gemeint. Du machst mich so krank. So, Leute, jetzt meine Pure Daisy anpflanzen hier. Habt ihr Bock? Haben wir Bock drauf, oder? Machen wir. Pure Daisy anpflanzen, meine Freunde. Jetzt wird gezaubert, was das Zeug hält, Alter. Dann habe ich mir das Twigwood. Und mit dem Twigwood kann ich dann den Rest machen. Schönes Ding. So. Das Problem ist, bei mir wird immer, was ich baue, immer ist alles sehr hässlich, was ich baue. Ja. Kennt ihr das Problem? Mhm. So, hier jetzt die Pure Daisy hin. Zack, und dann drumherum Holz. Geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das verwandelt sich jetzt, oder wie ist das? Und muss die Pure Daisy auf Gras stehen, oder wie ist das? Okay, ich hab's hier geschafft, Leute. Es ist direkt so Mystical Wood geworden. Und jetzt mache ich mir jetzt nächstes hier den Twig. Ist ja richtig, ne? Alter, ich bin eigentlich echt ein solider Sky Factory 3-Spieler geworden. Boah, jetzt. Wie ich das schon wieder hasse, wenn er sowas sagt. Ja, damit will er dich doch nur triggern. Das ist doch sein Plan. Er sagt das doch nicht, weil er es ernst meint. Er meint das nicht ernst. Der kann das nicht ernst meinen. So, den Living Wood Twig haben wir jetzt schon mal gemacht. Ich habe jetzt meinen Zauberstab gecraftet. Ja, damit wirst du gleich verzaubert, Max. Kriegst du auf die Fresse mit. Bum, bum, bam. Ja. Wir machen uns den Wand of the Forest, Leute. Das ist eine geile Sau. Der Wand of the Forest ist relativ simpel. Hier, die Farbe, die Blume hier. Ja, und denk mal die hier, oder? Also die muss auf jeden Fall hier... Ich glaube, es ist egal, welche Farbe das ist, oder? To be honest, also. Müsste glaube ich, egal sein. Ja, glaube ich auch, dass es egal ist. So, dann machen wir jetzt nämlich den Wand of the Forest, Leute. Der sieht nämlich... So. Zack und zack. So, jetzt haben wir den Wand of the Forest, Leute. Und können damit jetzt schon mal arbeiten. Ja, jetzt haben wir hier ein Zauberkästchen. So, machen wir weiter damit. Alter, wie ich hier am Zaubern bin, Junge. Jungs, ich habe schon einen Wand of the Forest gemacht. Zauberstab, der richtig krass ist. Was
bist auf einmal ein Zauberer mit Maschinengewehr. Digga, ich bin Zauberer, Maschinengewehr, Max. Guck mal, mein Progress versus dein Progress. Ich baue. Ich sag's dir nur so, Max. Ich bin extrem stark in dem Spiel. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich war früher nicht so. Ich hab mich erst so entwickelt, ne? Also, als ich am Anfang auch reinkam, du erinnerst dich noch an die erste Folge, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so gut werde. Du bist nicht extrem gut. Guck mal, du wirfst deine Items nur noch auf den Boden, anstatt. Ja, weil ich verstehe das auch nicht. Redstone. Komm, werd doch eigentlich zu Stein jetzt hier. Komm. Geil. Ich habe Zauberstein gemacht. Nee, das klingt irgendwie ganz komisch. Ich möchte deinen Zauberstein nicht sehen. Zack, und ich habe einen Mana-Pool. Boom. Nee, das 64K-Update können wir heute nicht mehr machen, Leute. Das muss Romar dran, das mal machen. Zauberstein, Zauberstein. Du bist ein grüner Zauberstein. Warte, du bist geblutet. Es hat an der Tier geklopft. Es hat geklopft. Oh mein Gott. Schon wieder diese Schild. Alter, es klopft öfter an der Tür, als es nicht an der Tür klopft. Ganz genau, das ist die Regel. Jetzt hat jemand einen Zusammenschnitt davon gemacht. Es wurde 17 Mal in 24 Stunden an deiner Türe geklopft. Was? Romata, was ist das für eine Familie, wo du da lebst, Alter? Möchtest du drüber reden? Romata, du musst ganz dringend genug Geld haben, damit du ausziehen kannst. Das stimmt. Leute, bitte ein paar Twitch Prime Subs bei mir. Ja, also wirklich, Leute. Ich raide euch gleich auf Romatra. So, Leute, wir haben auf jeden Fall den Grundstock jetzt hier gelegt für meinen Zauberkram. Digga, ich hab heute Abend noch einen Geek, Alter, ne? Was soll ich machen? Ja, Digga, DJ. Mal ganz kurz. Ich finde das gut, du bist ein DJ. Ja. Wie heißt du, wenn du auftrittst? Heißt du dann DJ Revi oder so? Oh, stimmt, wie heißt du dann? Bist du scheiße, Alter? Wer heißt Not So Cool? What the fuck, Digga? Not So Cool, du warst sogar bei dem Geek dabei im Bootshaus. Ja, aber ach, du ich selber, das ist, Not ich dachte, So Cool, das ist euer Album. Ja. Aber wenn du alleine auflegen würdest, wie würdest du dann heißen? Dann würde ich mich Rave Inside nennen. Ja. Leute, morgen extrem geiler und langer Stream bei mir, Community-Event, ne? Also spart euch den Prime-Sub auf, nur für Subs morgen, ihr wisst Bescheid. Ne? Was machst du denn da? Alter, morgen werde ich 100 Spieler im Creative Mode gegeneinander grinden lassen. Schauen wir mal, was passiert. Wird auf jeden Fall interessant. Ich bin raus, meine Freunde. Bis morgen. Tschüsschen.